Also zunächst hat halt dieses Zimmer gebrannt. Bei Einkräften, Einsatzkräfte war das Feuer schon aus dem Zimmer gekommen und hat auf weitere Zimmer übergegriffen und auch auf den Dachstuhl. Das sah man von außen dann halt schon durch eine starke Verqualmung des gesamten Dachbereichs. Und nachdem die ersten Einsatzkräfte hier die Löschmaßnahmen aufgenommen haben, hat das Feuer halt durch den Dachstuhl durchgezündet, sodass offener Flammenschein oben am Dach sichtbar war. Und so haben wir dann auch gleich über die angeforderte Hubarbeitsbühne von außen das Dach geöffnet und versucht, das Feuer und das Übergreifen des Feuers auf das angebaute Wohnhaus zu verhindern. Also dadurch, dass erst der Dachstuhl zunächst noch geschlossen war, hat der Qualm halt aus allen Fenstern und aus allen Ritzen gedrückt, wie das bei einem Dachstuhlbrand in so einem Ausmaß üblich ist. Und sobald dann irgendwo Sauerstoff an das Feuer kommt, dadurch, dass das Dach halt durchbrennt oder dass die Fenster durch die Hitze springen, kommt dann Sauerstoff an das Feuer und dann brennt der Dachstuhl halt durch. Wie gesagt, wurde zunächst die Ortsfeuerwehr in Lahaus und Kirchweih alarmiert. Als Verstärkung sind dann noch insgesamt 8 Feuerwehren aus der Gemeinde Weihe, aus der Gemeinde Stur und von der Stadt Sieke hinzugekommen, um dieses Feuer halt in den Griff zu kriegen. Wir haben hier einen Schwerverletzten zu beklagen, einen Bewohner, der mit einer schweren Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert wurde und 3 weitere Bewohner, die eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten haben, die nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Also wir haben jetzt 1 bis 2 Grad noch plus. Natürlich ist es zwar für die Einsatzkräfte immer noch relativ frisch, hier nachts zu stehen. Allerdings haben wir den Vorteil, dass unser Löschwasser, was hier über die Straße fließt, nicht gefriert. Und wären es 2 Grad weniger, dann würde die Einsatzstelle halt noch ganz andere Gefahren bürgen, nämlich dass das Löschwasser überfriert und wir dann extra streuen müssen.